Welcome to Grady Incinerator, home of the hottest wings east of Ceylandia. In all seriousness, the incinerator was a dump, and it had a problem with peckers. Picker frittieren, bevor die Zeit abläuft. Blasted things would swoop in and spread trash all around, until they started using fire. We couldn't just torch them all at once. We had to use restraint. Was? Oh nee, ich habe gar nicht so viel Zeit. Oh mein Gott. Na gut, etwas Übles. Oh nein, da kriege ich dann etwas Scharfes. Frittierte Picker. Ich probiere das nochmal. Know how we kept the city clean. We put all our trash in a gritty incinerator. Peckers that flock together were easy pickings. Sechzig oder mehr? Problem ist halt das Nachladen. Nein, das schaffe ich gar nicht. Ich muss den upgraden, weil so kriege ich das nicht hin. Das geht gar nicht. Das Ding ist viel zu schnell leer. Nee, nee. You'd almost think those peckers like getting cooked. Gar keine Schnitte hier. Gut, dann ab zum nächsten Level. Ich sehe nur das hier. Zandberg. Er verbirgt sich unter den Überresten eines heiligen Bergs, der einst einer reichen Tier- und Pflanzenwelt. Der sich einst einer reichen Tier- und Pflanzenwelt erfreute. Not much left of Mount Zan nowadays. It's like a cross between a zoo and a prison break. Klingt jetzt nicht sehr freundlich. Aber mal schauen, was uns da erwartet. Can't rightly call Mount Zan a mountain anymore. Und er klatscht wieder auf. There's no more mountains now. Boah, ich sehe ja gar nichts. There's no place left for the beasts of the wild to go. Oh, ich sehe ja nix. So they figure they'll hold out right here, on a slab of mountain the Calamity forgot. Halleluja, das ist ja ein sehr komplexes Level. Na, ohne Witz jetzt. Du siehst die Gegner kaum. Was hieß das? Spring darüber, bitte. Der steckt da wieder fest und geht mir dann auf die Nerven damit. Boah, das ist ein sehr übles Level. Das ist ein wirklich übles Level.
etwas Schmieriges. Hey, we only found their little lair because they found themselves a little shard. Okay, da kann ich nicht rein. Halleluja. Ja, das wird ja noch richtig lustig hier. Das wird noch richtig lustig. Ich sehe die kaum. Ich hätte wahrscheinlich mit einem Flammenwerfer reingehen sollen, oder? Oh, ich glaube, hier oben geht's weiter. Das heißt, wir gehen jetzt mal da nach unten. Ah, cool. Those beasts been hoarding all the valuables they could find. Ja, glaube ich, dass die alles mögliche horten. Werden hier nicht angegriffen, weil sie kein Mensch sieht. The creatures of the wild, they've been building a bastion of their own. Darüber. So wahrscheinlich. So, jetzt ist das Ding tot. Gehe ich denn jetzt am besten hin? Ich glaube, da nach oben will ich noch nicht. Das schaut sehr nach Arena aus. Ah, man kann die auch so angreifen. Das ist ja geil. Dann greife ich die aber mit meiner Klinge an. Mache ich noch schön Schaden über Zeit. Halleluja. Ja, 115 XP ist aber schon ganz nett. Definitiv, auf jeden Fall. Okay, das hier kann man nicht zerstören. Oh nein, so eine komische... wieder. So, eins nach dem anderen. Wir wollen ja nicht gegen zig Gegner auf einmal kämpfen. Und bevor wir was triggern, machen wir das so. Ja, das Ding greift uns auch gar nicht an. Sehr interessant. Das Ding gar nicht gesehen. Sich einfach versteckt. Best thing we can do for those beasts right now is put them down quick and clean. Welchen Biest denn? G
Galionenmörse. Mache ich mit so einem Ding? Okay, Bäume kann ich damit nicht zerstören. Das kann ich, muss ich nach oben und nach unten. Ach so. Ui, lecker XP. Ganz viele XP sogar. Galionenmörser. Beschusswaffe. Explosive Bomben, die ein großes Gebiet zerstören. Variable Reichweite. Nachdem die Kale ihre größte Flotte stilllegten, fanden die riesigen Breitseitenmörser einen neuen Verwendungszweck bei der Verteidigung der Mauern. Ja, das interessiert mich aber nicht, weil ich will wieder mein Repetiergewehr haben. Der Mörser ist ja... What the city left behind, those beasts took for themselves. Ich bin dumm. Das war nicht clever von mir. So, die Kultur. Die verlorenen Andenken entdecken. Beschaffe die verlangte Anzahl von Andenken, die in der Landschaft verteilt sind. Feines Grammophon, ein Andenken. Ein Gerät, das mit Hilfe von gravierten Scheiben Musik erzeugt. Kelondias musikalische Tradition umfasst Volkslieder mit schmissigen Melodien. Von dieser Tradition ist kaum etwas übrig. Achso, das ist eine Errungenschaft, weiß schon. Da muss ja dann den Zettel bei der Gedenkstätte abgeben. Schön, dass die sich alle gegenseitig abschießen. Ja, und schön, dass die auch mich immer treffen. So, weg mit dir. Look at it this way. It's either them or us. But if we win, they win too. Our bastion is everybody's game, not just ours. Dass der da teilweise halt für philosophischen Kram labert. Diesen XP. Da gibt es nichts zum Rücken. Au, das hat wehgetan. Das hat echt wehgetan. Warum habe ich so viel Damage kassiert? Unfortunately, there's no explaining that to a simple beast. Das stimmt. Mal nachladen, währenddessen das Ding sich klein macht. So, haben wir das auch. Das hat echt gut gemacht. Man muss halt zu fast allem was dazu sagen. Den von hier gar nicht? Warum nicht? They've been searching for cores and shards, just like we have. So, ich gehe mal. Was ist denn das da? Ah, da kann man nicht runterfahren. Okay, das kann ich gar nicht kaputt machen oder so.
Er schickt mir da seine nette Wolke. Das finde ich sehr freundlich von ihm. Ich mag ja so Stinkwolken. Sind immer super freundlich und sympathisch. Können auch sehr viel reden. Das wissen vielleicht einige von euch gar nicht. So. Oh. Ist wieder was gespawnt oder was? Ah, okay, wir spawnen auf der Reihe, alles klar. Ja, muss ich einfach ein bisschen warten. Puh, diese Fallen immer. Maybe they've thought about turning back, just like we have. Die Kreaturen können ja gar nicht reden. Ich weiß nicht, was der die ganze Zeit labert. Ei! Was sind wir denn hier gelandet? We just really need their shard. Kid got it fair and square. Richtig geil. Ah, so ein Ding ist tot, okay. So, das ist auch weg. Autsch, autsch, autsch. Nein, ich verwende doch jetzt nicht den Skyway. Warum muss das Ding da noch weg? Das Ding wird da jetzt erstmal auseinandergenommen. That's the way. Jetzt haben wir es geschafft. Hui, und fliegen runter. He's done what's best for him, don't you worry. Don't you worry. Gut. We'll all be better off once the bastion is complete. Ja, das glaube ich auch. Durchschlagskugel, Überraschungsturm. Galionmörserfertigkeit, eine Spezialhülse, die sie beim Aufprall öffnet, um einen sicherer Turm freizugeben, der darauf programmiert ist, den Anwender zu beschützen. Zuerst von der kelondischen Flotte gegen Piraten eingesetzt. Das ist aber Feuerkarussell, habe ich auch noch nicht gelesen. Feuerbalgfertigkeit, eine Fertigkeit, die ein gleichzeitiges Rotieren und Flammenwerfen verursacht, entwickelt von einem berüchtigten Zirkusartisten, dem seine Akrobatik wichtiger war als die Sicherheit seiner Mitmenschen. Ja, das glaube ich. Das hätte ich halt gern wieder, diese Kristallspange, dieses Andenken. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber ja. Gut, quatsch mal wieder mit Zia. Feines Grammophon. Fragt Zia nach dem Plattenspieler, der auf dem Zandberg gefunden wurde. Weißt du, wie der funktioniert? Ich dachte mir, er würde dir gefallen. Fix that thing right up, didn't we? Made these goings on a little livelier.
Wer repariert? War repariert, oder? Kristallspange. Frage, was aus Nessie geworden ist. Dem Mädchen, das damit ihr Haar zurücksteckte. Ist sie schon hier? Wo sind denn alle? I try to let the kid down gently. This is the Bastion, all right. Except no one else showed up. Okay, feines Grammophon. Frag nach dem Plattenspieler, der auf dem Zandberg gefunden wurde. Können wir den hier spielen lassen? Es werden sich wohl kaum irgendwelche Nachbarn beschweren. I suppose it's true, a little song can put things in perspective. Oh, sehr nett. So. Galeonenmörser. Den habe ich ja eh schon gelesen. Ja. Das Trapper-Ding habe ich auch schon gelesen. Nebengebäude. CMZ is cooking got the best of him. Okay. Da mal die Schmiede. Ah, das Üble ist für den Feuerbalg. Verkohlt ist für den Galeonenmörser. Ja, das heißt, uns fehlt nur noch eine Waffe. Boah, aber Stufe 10 zu werden wird schwierig. So, genau, zur Gedenkstätte müssen wir das abgeben hier. Ah, wir haben hier was Neues. Die Matrosen im raschen Fertigen mit dem Galeonenmörser beweisen. Füge mit nur einem Schuss 999 Schaden zu. Die Dengler überragende Fertigkeit mit dem Feuerbalg beweisen. Besiege 20 Feinde mit einem einzigen kontinuierlichen Angriff, ohne selbst Schaden zu nehmen. Die Schützen überragende Fertigkeit mit dem Armeekarabiner beweisen. Besiege einen Feind mit einem einzigen Intensivschuss aus extremer Distanz. Ah, ich habe 16 von 15. The culture, a still life of old unwanted keepsakes. I've asked a lot of the kid, but this is something he's done on his own. Cool, da haben wir ganz schön was bekommen. Ja, gut. Ah, Grammophon. Da kann man die Lieder wechseln lassen. The monument's getting better. Zulf sure did a number on it though. Zulf hat ganze Arbeit geleistet. Warum? In welchem Sinne? The memorial may be finished.